So, jetzt aber. Oh Scheiße, ich hätte gar nicht töten dürfen. Ups. Na, hupsala. Das war ein Unfall. Jetzt hauen die auch noch ab. Scheiße, warum habe ich den getötet, Mann? Jetzt ist die Quest im Arsch. Also eine Kacke aber auch. Hi meine Schniepel und Nicht-Schniepel und willkommen zu Risen. Ja, in der letzten Folge haben wir nur dumm rumgequatscht, weil irgendwie hat hier jeder so viel zu erzählen. Jetzt werden wir mal ein bisschen Action machen. Ich glaube, wir haben ja hier eine Map genau und da sind unsere Aufgaben eigentlich verteilt, dachte ich. Man sieht gar nichts. Na super. Warte mal, wie kann ich denn durchschalten hier, Regionalkarte? Ich bin kein Schmied. Was? Ich will ja gar nichts schmieden. Ich habe hier zu tun, hallo. Ich bin kein Schmied. Aber ich habe doch irgendwo auch... Warte mal, wo ist denn die Übersicht gewesen? Journal, glaube ich, ne? Nee. Ja, wie doof ist das denn? Da gab es eigentlich noch eine Übersicht, wo alles zu sehen war. Jetzt habe ich den Buchstaben wieder vergessen. Das ist ja mal blöd. Ich schalte einfach mal alles durch. Ah, hier. L-Log, denke ich mal. Weil irgendwo muss man doch sehen können. Ach, hier Questkarte. Nix. Ja, das ist ja doof. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss. Hier sind die Wege eingezeichnet. Banditenlager. Nö, ist nirgendwo eingezeichnet. Artefaktlieferung. Ja, super. Jetzt müssen wir das so finden, oder was? Hier wird ja auch nie Tag, doch jetzt, oder? Ich latsch mal jetzt hier weiter und guck ein bisschen noch. Haben wir mit dem schon gequatscht? Oh Mann, da hast du die alte Rachel ganz schön verärgert, was? Mach dir keine Sorgen, die beruhigt sich schon wieder. Bei der musst du am Ball bleiben. Ja, toll. Na, super. Jetzt gehen wir erstmal zu Broga zurück. Wo waren der? War der hier? Jo. Und geben dem seine hässliche Keule und schieben die ihm in den Kiefer. Du kümmerst dich um die Arbeiter, habe ich gehört? Das ist Fußvolk. Was habe ich damit zu tun? Du hast Hawkins versprochen, ihn und seine Leute vor den Gefahren aus dem Sumpf zu beschützen. Ach, so ist das. Und jetzt sollst du bei mir hier schön bitte, bitte machen, was? Das Pack interessiert mich nicht. Merk dir das. Mach ich. Was, ich mach jetzt nicht bitte, bitte. Mach ich jetzt bitte, bitte? Okay, gehen wir hier mal so ein hässliches Fleisch. Das wurde aber auch Zeit. Das nächste Mal ein wenig schneller, ist das klar? Mich würde ja trotzdem mal interessieren, wo hier der Questbalken ist, also der EP-Balken ist. Was weißt du über die Bruchstücke eines goldenen Schwertes? Wertloser Plunder, ist zwar aus Gold der Kram, aber außer dem dämlichen Schmied will's keiner haben. Und der Spinner zahlt dafür viel zu wenig. Warum fragst du? Ich suche diese Bruchstücke. Ach so, ist das... Blöde Frage. Das ist natürlich was anderes. Sind wohl doch nicht ganz wertlos, die Dinger, was? Ich trage zufällig eins dieser Bruchstücke bei mir, aber ich werde es dir nicht geben. Ich warte erst mal ab, was du alles anstellen wirst, um es zu kriegen. Na, was ist denn das für ein Arsch, ey? Jetzt machen wir wirklich die Arbeit. Was soll ich denn mit so einer halben Portion wie dir anfangen? Gib mir deine Waffe und deine fette Rüstung und ich zeig dir, wer hier die halbe Portion ist. Genau, Buja! Du Bürschchen. Na gut, dann zeig mir mal, was du so drauf hast. Phil und Clay, zwei meiner Jungs, sollen im Osten beim Sumpfbauern abwechselnd Wache schieben. Clay, das faule Schwein, liegt aber schon ziemlich lange am Lagerfeuer herum. Geh doch mal hin und versuch die Sache zu klären, bevor Phil da oben beim Sumpfbauern vergammelt. Bin mal gespannt, wie du das anstellen willst. Im Osten, also ich bin ja, wäre ja schon froh, wenn ich mal sehen würde, wo die ganzen Punkte sind. Weil man müsste ja auch wissen, wo die Quests alle sind. Wachen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Tatsächlich? Dann beweg dich. Der Sumpfbauer ist im Osten. Machen deine Kämpfer auch mal was anderes als Wache schieben? Was sollen sie denn sonst machen, du Spinner? Du würdest dich wundern, wenn unsere Feinde hier angerückt kommen und keiner da ist, der sie auffällt. Also, hab mal gefälligst ein wenig mehr Respekt, klar? Du hast deine Jungs im Griff, was? Darauf kannst du einen lassen, Freundchen.
Jeder, der hier nicht spurt, den knöpfe ich mir persönlich vor. Wo kämen wir denn dahin, wenn hier jeder machen kann, was er will? Schon mal passiert? Ja, jetzt wo du es sagst. Ich vermisse einen meiner Männer. Er sollte für mich was erledigen, ist dann aber irgendwo im Sumpf verschwunden. Ich habe keine verdammte Ahnung, was mit ihm passiert ist. Ich habe Dorgan ausgeschickt, ein paar Besorgungen zu machen, aber er kam nie zurück. Weiß der Geier, wo er sich herumtreibt. Na, der ist wohl ein Leckerchen für ein paar Sumpfbestien oder für so einen komischen Typen da, der mich verprügelt hat geworden. Ich werde deinen vermissten Kämpfer finden. Mann, oh Mann, der kann was erleben, wenn ich ihn in die Finger kriege. Jetzt quatsch nicht, ich mache jetzt weiter hier. Ach, der dumme Quatsche. Jetzt gehen wir mal in den Sumpf die Leute suchen. Der Blöde ist, wie gesagt, ich sehe hier ja nicht, wo ich hin muss. Also es wird nirgendwo eingezeichnet, also Osten. Wir müssen da lang, also. Dann gucken wir mal, wo der steckt. Dich quatschen wir jetzt nicht an, sonst vergeht's mir gleich wieder. War das er für einer? Ein Handlanger? Wer ist er? Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So, so. Die haben ja hier alle eine Arbeitsmotivation vom Feinsten. Du sollst wieder an deine Arbeit gehen. Ach ja? Sagt wer? Hawkins. Er ist schon ziemlich sauer. Tatsächlich? Dann soll er doch herkommen und es mir persönlich sagen. Macht er eh nicht. Und jetzt verschwinde und geh mir nicht mehr auf die Nerven. Ich schieb dir gleich mein Schwert mal in die Fresse, du Sackgesicht. Du, das ist gerade ganz schlecht. Na super, keine Sau hört auf mich hier. Dann gehen wir mal weiter in Sumpf und suchen noch... Ja, nee, das ist wahrscheinlich das, wa? Wir suchen trotzdem mal die Ausgrabungsstellen, die anderen noch, weil wir haben ja noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Trotzdem bin ich hier überhaupt nicht zufrieden. Was hier hinten eigentlich? Genau, speichern mal lieber. Das sieht... Ach nee, das, da waren wir vorhin schon auf der anderen Seite. Lauf mal lieber weiter in den Sumpf hinein. In den Sumpf hinein? Welche gehobene Aussprache heute. Ah, den Pilz nehmen wir auch noch mit. Wir sind nur am Einsammeln. Jetzt suchen wir mal hier ein bisschen. Ey, wie so ein Fuzzi da kommt mir entgegen. Warte mal, wir nehmen mal lieber ein Schwert in der Hand. Weil da ist ja so ein Typ, also so ein Viech aus dem Sumpf gekrochen, ist einer mal. Oh, hier sitzt einer. So allein hier draußen? Ja, was? Ich sagte, du bist ganz alleine hier draußen. Ja, ja, schrei doch nicht so. Bin doch nicht taub, Mann. Hast du meine Bierflasche gesehen? Sie war doch eben noch hier. Na super, der ist Sternhagel voll hier. Ich dachte schon, der hat auch schon gekifft hier. Du bist Sternhagel voll, Kollege. Na und? Wir weichen sowieso bald alle ins Gras. Wart nur ab. Wenn die Weichen hier aufkreuzen, sind wir alle am Arsch. Die Weichen? Ja, Mann, die weißen Jungs und Inquisitor. Sag ich doch. Oh Gott, jetzt quatschen wir hier schon wieder. Was weißt du über die Weißen? Die fegen übers ganze Land und machen alles kaputt. Schon mal einem Weißen begegnet? Bist du verrückt? Ich würde mich sofort aus dem Staub machen, wenn ich einen sehe. Verstehe. Wo ist diese verdammte Bierflasche? Na super, außerdem sind wir selber weiß. Habt ihr schon mal in den Spiegel geguckt, ihr Blödmänner? Meinst du nicht, dass du so langsam mal genug hast? Genug? Genug, sagst du? Ich kann gar nicht genug saufen. Warst du schon mal im Banditenlager? Wenn du da mal ein paar Tage verbracht hast, dann fängst du auch an zu saufen. Glaub mir. Okay, ja, ich hab's ja schon versucht, aber ich wurde ja verdroschen dafür, dass ich mir ein Bierglas oder ein Bier
weiß ich nicht, Krug, glaube ich, geklaut habe. Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Arschkrampen. Alles Arschkrampen. Die bescheißen sich da gegenseitig. Kannst dich auf keinen verlassen. Ich traue dir jedenfalls keine mehr. Aber am allerschlimmsten ist dieser brutale Bruger. Wenn ich den schon sehe, krieg ich weiche Knie. Was bist du denn für ein Feigling? Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der hat den ganzen Laden da unter Kontrolle. Offiziell. Danke. Also, offiziell hat Bruger nur die Kämpfe unter sich, aber das stimmt nicht. Alle haben Angst vor ihm. Bruger will den großen Dunn ablösen. Verstehst du? Oh. Ach, das ist so der sozusagen der Klassenschläger, der alle bedroht und verprügelt. Du scheinst eine Menge über Bruger zu wissen. Ich weiß mehr, als du glaubst. Nicht nur über Bruger. Wenn du mir Bier besorgen kannst, dann bin ich dein Mann. Du verstehst schon. Och nee. Ja. Jetzt muss ich nochmal ein Bier klauen oder was? Du suchst eine Bierflasche? Sag ich doch. Hörst du schlecht, was? Ich hatte sie doch gerade noch hier irgendwo. Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Oh Gott, hier, bring mir was über die Jagd bei. Hier, was weißt du über die Bruchstücke des goldenen Schwertes? Wir haben noch gar keine Bierflasche, dachte ich. Was weißt du über die Bruchstücke des goldenen Schwertes? Ah, ja. Pass auf. Die sind hier überall verteilt. Craig hat eins. Ich war ihn schon mal gesehen. Und der Idiot. Wer? Na, der Kämpfer Durgan. Große Fresse, nix dahinter. Der Idiot eben. Der hat auch eins. Na super. Und der blöde Bruger. Klar, der sitzt da drauf wie eine Glucke. Man müsste ihn schon umhauen, um da ranzukommen. Na super. Ja. Ach ja, ich hab auch eins. Ach, sag bloß. Ein Bier für das goldene Bruchstück? Nur eins, das ist mindestens zwei wert. Jetzt rülpst der mir noch eine Fresse oder was? Ey, das Geile ist ja, ich kann ihn bald nicht mehr hören hier, ey. Der drum hier lalle und das langsame hier spreche. Meine Güte, jetzt such mal eben halt Bier, du Blödmann. Wir haben ja eh zu tun. Die Bruchstücke werden mir... Ich glaube, das machen wir zuerst mit den Bruchstücken. Jetzt gehen wir also zurück wieder ins Lager. Hab mir natürlich jetzt überhaupt nicht gemerkt, wer nochmal eins hatte. Witzig, immer wenn ich zu denen laufe, stehen sie auf und setzen sich erst hin. Okay. Hatte der Fuzzi hier eigentlich? Was ist? Müde? Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten, hm? Verpiss dich! Ach, wie höflich die alle zu mir sind. Beweg deinen Arsch, los, Hoppi. Beweg deinen Arsch. Oder was? Was? Hier hast du Gold und jetzt beweg dich? Ey, ich hab kaum Gold. Ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Du willst dich prügeln? Na gut, kannst du haben. Na dann zeig mal, was du kannst. Ja! Tja! Oh, der ist viel stärker als ich. Ey, Alter, wie soll ich denn den schaffen? Oh. Na, super. Los da! Her. Ja! Ja! So eine Kacke! Na
schaffen wir den? Los, sag Gesicht. Na, zeig dich, warte, oh, fuck it. Der macht viel mehr Schaden bei mir. Das ist unfair. Und wir haben keinen Heiltrank mehr, Leute. Ja. Keine Gnade. Boah, wir haben erst die Hälfte live von dem weg. Weiter. Ja. Fuck it, ey. Los da. Mach schon. Boah, scheiße, ey. Mann, wir haben kein Kraut oder so in der Leiste unten. Gnade. Ja. Oh, scheiße. Ja. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du Sackgesicht, fall denn endlich, du hässliches, stinkendes Etwas. Fall doch endlich um, wenn er mich jetzt nochmal trifft, dann bin ich nämlich am Arsch. Los da. Weicht der auch noch ständig aus, ey. Nein, ey, leck mich doch am Arsch, ey. Gold kann man immer gebrauchen. Jetzt hat der mir auch noch mein Gold geklaut, ey. Der stinkt doch nach Pisse, der Penner. Super, wo ist denn jetzt mein Schwert hin? Da. Oh, das ist ja eine Sauerei, oder? Das müssen wir nochmal versuchen. Jetzt packen wir diesmal mal ein bisschen Kraut in der Leiste, sonst kotze ich noch. Wie viel haben wir davon? 3 Stück. Ich esse das jetzt, weil zu so einem Wasserfass habe ich jetzt keinen Bock hinzulatschen. Was haben wir hier noch? Und Alchemie können wir auch noch nicht. Aber zu schaffen ist der. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, der schläft wieder. Jobby. Versuchen wir es nochmal. Was ist? Hast du immer noch nicht kapiert, wer hier der Bessere ist? Na, dann zeig mal, was du kannst. Oh, der hat wenigstens nicht das Live voll. Ja. So, jetzt aber. Oh, scheiße, ich hätte gar nicht töten dürfen. Ups. Na, hupsala. Das war ein Unfall. Jetzt hauen die auch noch ab. Scheiße, warum habe ich den getötet, Mann? Jetzt ist die Quest im Arsch. Also eine Kacke aber auch. Dann plündern wir halt aus. Was haben wir denn hier Schönes? So eine Kacke. Voll der Unfall. Jetzt reden die doch. Verschwinde, Mörder. Mit Mördern rede ich nicht. Na super, jetzt reden sie nicht mehr mit mir. Wer ist er hier? Hast du schon mal eins dieser goldenen Bruchstücke gesehen? Ja, ich weiß davon. Oscar sucht diese komischen Bruchstücke, um ein Schwert für den Don daraus zu machen. Und weiter? Naja, ich habe eins dieser Bruchstücke. Oscar wollte es mir schon abkaufen. Aber weißt... Wir machen mal jetzt was anderes. Wir laden mal den Speicherstand, weil das ist Kacke. Ey, hoffentlich muss ich jetzt nicht wieder so viel quatschen. Jetzt ist natürlich noch Nacht, oder? Genau, hier liegt doch der Fuzzi. Dann machen wir ihn halt nochmal platt und laufen dann ins Lager und gehen zu dem Bierfuzzi. Aber wir packen mal das Heilmittel diesmal in der Leiste. Wo ist er denn? Ne, das ist halt nicht, was ich haben will. 20, genau. Was ist? Müde? Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten, hm? Verpiss dich! Beweg deinen Arsch. Oder was? Ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Du willst dich prügeln? Ja, wollen wir. Hör auf zu quatschen. Kannst du haben. Na, dann zeig mal, was du kannst. Jetzt werden wir mal wieder zuerst prügeln lassen. Ja. Ja. Diesmal werden wir ein bisschen aufpassen. So ist es richtig. Oh, scheiße, jetzt war der hinter uns, ey. Jetzt habe ich mal bald in den Hosen geschissen. Weiter! Warte, kann man keinen stärkeren Angriff machen? Mach schon!
Oh, scheiße. Ja! Oh, der macht uns hier noch platt, oder was? Warte mal. Scheiße, vor allem der haut uns ja dann noch auf der Fresse, während wir den Trank trinken. Jetzt fall doch um, du hässliches, meine Fresse. Ich hab Deckung hochgehoben. Ich raste noch aus, ne? Alter Falter. Ja. Los doch! Oh, der trifft mich andauernd, oder was, du mach kleines schon. Drecksviech? Oh, scheiße! Keine Gnade. Jetzt beginnt der Tanz! Jetzt beginnt der Tanz, ich tanze auch gleich mal mit dir, ich tanze ein Tango. Ja! Fuck it, ich treff den nicht. So ist es richtig. Vor allem, der nimmt mir, dann hätte ich auch die 10 Gold zahlen können. Vor allem, der verprügelt mich gerade mit einem rostigen Schwert, los, ey. Los doch! Oh. Scheißen Dreck, ey. Komm, schlag zu, damit ich mich heilen kann. Jetzt mach doch was. Oh, ja. Das wird eng, ey. Ja! Ja! Los doch! Wir konnten dreimal treffen, das Sackgesicht. Jetzt haben wir bloß kein Heilzeug mehr in der Leiste. Jetzt mach doch was! Ja, ich mache ja schon, jetzt hör auf zum Meckern, sonst kriegst du auch noch ein Schwert. Ja. Arsch, du. Ja! Penner! Oh. Mach schon! Oh, schade, ey. Es war wieder so knapp. Jetzt nimmt er mir natürlich Gold, wieder Gold ab. Gebrauchen. Schön für dich. Zieh leider, jetzt machen wir dich aber gleich platt, du Sackgesicht. Das war so knapp jetzt, ne? No, gib mein Schwert her, das rüsten wir gleich wieder aus und dann schieben wir das dir in Anus, aber von ganz weit vorne bis nach ganz weit hinten. So, jetzt steh auf, komm. Eine Schaufel wollen wir nicht. Los, komm. Was ist? Hast du immer noch nicht kapiert, wer hier der Bessere ist? Na, dann zeig mal, was du kannst. So, jetzt müsste man eigentlich kriegen, wenn er uns jetzt platt macht, dann raste ich aber aus. Und diesmal töten wir nicht. Weiter! So, jetzt stecken wir mal unsere Waffe weg. Jetzt plündern wir erstmal aus. Genau, dann sage ich mal, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann danke ich wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann liken und kommentieren nicht vergessen. Und natürlich, wenn ihr wollt, auch abonnieren. Bis zur nächsten Folge. Eure Sandy. Ciao.